Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mittelerde, Mord oder Schatten. Jetzt geht es weiter mit unseren Problemkindern. Und dann würde ich sagen, holen wir uns erst das System, weil dort haben wir schon beide Leute, die den Verrat machen wollen. Also die beiden Häuptlinge, die dem. Ne, die beiden Hauptmänner, die dem Häuptling unterstehen. Die Verrat. Die ihren Häuptling verraten. Ist ja auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Alle seine Untergebenen sind gegen ihn. So, Punkt. Heißt, der wird ziemlich einfach, schätze ich. Und das wollen wir jetzt mal kurz überprüfen. Ein Verrat. Meine Wache, was willst du von mir? Was ist dein Begehr? Du liegst direkt in meine Falle. Deine Macht ist jetzt mein. Ja, ich. Ich bin Uruk Barde. Du bist kein würdiger Gegner. Schade. Barde? Dieses Manöver kenne ich auch. Gut. Das hast du schon versucht. Und das war's. Poesie. Yes! Yes! Okay, er ist Häuptling geworden. Zack. Jetzt haben wir schon zwei Häuptlinge. Sehr schön. Endlich Häuptling. Ich habe so viele Pläne. Ja. Du gehörst aber immer noch unter mein Kommando. Abgeschlossen. So. Töte drei Karagor. Ja, die sind einfacher zu finden. Gut, was ist unsere nächste Herausforderung? Wollen wir uns den Häuptling, oder? Ich denke, das sollte machbar sein. Brandmarke die Häuptlinge. Ich bin gar nicht da. Ihr habt nicht das geringste gesehen. Stur lächeln und winken, Männer. Stur lächeln und winken. So. Okay. Oh, da sind doch ein paar mehr. Thank you.
Klumpkopf. Das wird echt einfach. Sagst du. Ich find's auch einfach. So, gehen wir gegen den Kollegen hier vor. Ich weiß, du bist immun dagegen, aber ich wollte näher ran. Oh, okay. Aber du hast jetzt keine Wachen mehr. Gestorben. Sehr schön, jetzt haben wir schon den dritten Häuptling. Nee, du stirbst. So. Was nehmen wir denn noch Schönes? Kritischer Treffer, Wurfdolche, Terrorisieren, Schulterstoß. Kampfaufzehrung. Warum nicht? Schutzlos. Warum nicht? Jetzt kommt wieder ein bisschen Quack, 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 Quack. Man kennt's. Oder? Ah ne, wir sind ja nicht gestorben. Wir haben uns ja nur teleportiert. Das ist ja ein Unterschied, da brauchen die beiden ja nicht reden. So. Unser Feind verkriecht sich hinter Schildträgern. Ich muss im nächsten Kampf zeigen, wie hart ich bin. Oder der Anführer reißt mir den Kopf ab. Wir lassen mal die Karagos kämpfen. Ach, hi. Ich will dich häuten und deine gesamte Haut auf meinen neuen Schild spannen. Vielleicht hast du Glück und ich töte dich vorher. Klingt sehr lieb, aber ich verzichte.
komplett. Was, Brandwunden? Das ist mir hier zu eng. Ich sehe gar nichts. Ich hasse das, wenn so viele Orks da sind. Du kommst zu gar nichts. Der ist merkwürdig. Das sind mir viel zu viele Orks. Ganz ehrlich. Wie soll ich dagegen anstehen? Wäre mein sicherer Untergang. Ich brauche mich wohl kaum, um jedes raschende Gras zu sorgen. Wir warten einfach mal ein bisschen. Das wollte ich gar nicht. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Gehe ich jetzt einfach. Ach, er schon wieder. Das sind viel zu viele. Er ist wohl abgehauen. Das sind viel zu viele. Guck dir das mal an. Er ist weg. Was für ein Feigling. Er ist abgehauen. Und dann auch so einen kleinen Ort. Du kannst ja gar nicht auf alles reagieren. Wir warten jetzt erstmal, bis die alle weg sind. Das ist ja auch noch eine. Was ist denn das? Sorg.
Okay. Ich hasse es, wenn zwei Hauptmänner beieinander sind. So, dann haben wir den zumindest schon mal. Welcher war denn das jetzt? Herzog der Schänder. So. Ich bin doch nicht bescheuert. Oder was mit ihr? Bin ich bescheuert? Nee, ne? Kommt, dann kämpfen wir! Wir warten jetzt ein bisschen, bis es sich hier regeneriert hat. Ja, von wegen Sklave. Dieser sind nichts im Vergleich zu dem Tag, als ich mir diese Krone als Trophäe nahm. Okay. Das ist mir aber vollkommen Pumpe. Denn du bist jetzt mein. Hey. So, der gehört niemandem. Okay. Was ist der Verrat? Dann machen wir jetzt mal eben schnell noch den Machtkampf, damit der Herzog da nicht alleine ist. Beim Verrat. Was glaube ich sehr hilfreich wäre. Ich meine, es ist doch schön, wenn man jemanden hat, mit dem man das Ganze teilen kann, nicht wahr? Ich meine nicht, dass er alleine gewesen wäre, wir sind ja auch da. Okay, das ist nicht viel gebracht. Braucht es aber auch nicht. Ach stimmt, der ist ja der Häuptling gestorben. So. Rekrutierung.
Das wollte ich eigentlich nicht. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Okay. Sehr schön. Ich habe Besseres zu tun. Dann können wir jetzt ja eigentlich mit dem weitermachen. Weil da müssten jetzt ja beide fertig sein. Ja. Das machen wir jetzt noch eben schnell, ne? Zu dem vierten Häuptling. Markieren, damit ich mich auch nicht verlaufe. So. Dann starten wir mit dem Verrat. Was soll das hier alles? Ich will wissen, was los ist. Der hat ein sehr markantes Kinn. Reiche mich! Du bist ja ein ganz mutiger, wenn du denkst, dass du gegen mich bestehen kannst. Kann ich auch. Jetzt wohl gerne. So, ich will die Informationen sammeln. Bei dem ist schon alles bekannt. Gucken wir uns mal eine Funktion von dem an. Barfader Bote. Aha. Nein, diesem Waldläufer werde ich sicher nicht folgen. Er will mich doch bloß in die Falle locken. Natürlich will er das. Für was anderes sind die Orks auch nicht zu gebrauchen. Denn ist auch noch einer. Wer ist denn das?
Wollen wir uns um den auch nochmal kümmern? Machen wir jetzt einfach mal. Du Made! Du bist letztes Mal abgehauen. Wenn ich dir die Füße abpacke, ist es damit endgültig vorbei. Ja, natürlich. Was zeigen. Ich hab dich immer schön. Ich heile mich kurz. Dankeschön. Den gehen wir schon eine Weile auf den Keks. Wenn er zurückkommt, dann kämpfen wir. Ich wollte das ja eigentlich haben. Ach ja. Ja, siehst du, hat doch Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und holen uns den letzten. Machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.